Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der NBA 2K22 My League mit den Orlando Magic. Gerade das erste Mal überhaupt, dass ich 2K22 öffne. Und ja, wir haben jetzt hier gerade 0.13 Uhr am Freitag, den 10. September. Ich hatte keinen Fahrzug vor, so gerade relativ spontan wollte ich mir jetzt sein. Dachte eigentlich, ich könnte dieses Wochenende noch gar nicht zocken, weil ich jetzt am Wochenende in NRW bin. Aber es geht scheinbar schon noch, weil ich muss in Zug um 4 Uhr nehmen, das heißt, ein bisschen Zeit habe ich noch. Mike, wir haben wir natürlich, mein Team haben wir, Play Now einfach, aber wir starten mit der My League. Wir können natürlich auch mit My GM starten, aber ich glaube, wir schauen uns erstmal die My League an. Ja, ich bin eigentlich, letztes Jahr war ich auf jeden Fall mehr Fan von My League als von My GM. Mal schauen, wie es jetzt dieses Jahr wird. Ich meine, das Problem ist natürlich so ein bisschen die Kader jetzt, wenn wir jetzt starten. Aber das muss dann eben passen. Setup-Option. Viertellänge 12 Minuten, simuliert zur Viertellänge 12 Minuten. Alles ganz normal. Also noch irgendwas ändern. Schwierigkeit machen wir mal direkt Hall of Fame. Schau mal, wie sich das dann so auswirkt. Dann würde ich sagen, wir gehen noch weiter. Und wir starten rein mit dem wahrscheinlich schlechtesten Team aktuell in der NBA. Mit den Orlando Magic rund um die Wagner-Brüder natürlich unter anderem, sehr wild. Bin gespannt, wie das Ganze läuft. Ja, und ich würde sagen, rein geht's in die erste Mal. Wie gesagt, ich habe mir den Modus ja noch gar nicht angeguckt. Das sieht aber erstmal, wenn ich so gar nicht mal so anders aus. Gucken, ob es hier schon einen Draft-Jahrgang gibt, der erstellt worden ist. Nutzer erstellt einen Draft-Jahrgang. Holy shit, es gibt noch keinen Draft-Jahrgang. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal automatisch generieren. Können sich eigentlich okay auch mal die Mühe machen. Wir haben es aber nicht, also sind wieder irgendwelche Randoms. Uwe Hoffmann aus Deutschland an der 9. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis dann hier Leute dann Dwarfs hinzugefügt haben. Aber da kann man ja dann immer noch hier dann den Dwarfs auch im Nachhinein noch runterladen. Lakers als Nummer 1 hier in den Power Rankings, wo wir stehen. Holy shit, wir stehen auf Platz 24. Okay. Ich hätte uns ehrlich gesagt eher weiter unten gerankt. Ja, okay, Eric One Shot auf dem vorletzten Platz. NBA.com auf dem drittletzten. Holy shit, 2K22, Jungs. Muss erstmal ein bisschen drauf klarkommen, wie gesagt, weil das ist ein bisschen spontan. Und Carter Jr. geht schon auf eine 81 hoch. Sieht erstmal alles nicht ganz so anders aus, von meinem ersten Gefühl her. Franz Wagner direkt in der Starting 5 hier. Let's go. Jalen Suggs haben wir. Terrence Ross. Franz Wagner, Jonathan Isaac. Wendell Carter Jr. Cole Anthony. Markel Fultz. Also wir haben echt viele Point Guards. Robin Lopez, Mo Bamba, Center sind wir auch überbesetzt, Okeke, Mo Wagner, RJ Hampton, Gary Harris, Michael Carter Williams, was sagen wir, unter Google ist hier damals mit den Sixers, ne? 2014 Lukas hier. Also, das ist unser Kader. Und so sieht's aus hier bei den Orlando Magic. Holy shit, Jungs. Holy shit. Also, da geht auf jeden Fall wirklich einiges. So, die Frage ist,
Womit beginnen wir? Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, was hier so an Free Agents gibt, einfach mal Interesse halber. Kassens natürlich noch, also ja, Thomas, James Ennis, der ein echter bei den Lakers Kandidat ist, Mike James, Myles Leonard, Aaron Baines, Isaiah Hartenstein, der deutsche Junge. Vertragsverlängerung, ich denke, der verlängern möchte, er nicht, okay. Welche Picks haben wir? Unseren 2022 der erste Pick haben wir auf jeden Fall noch. 2023 auch noch, 2024 auch, das ist schon mal gut. Dazu noch ein Top 3 geschützt, obwohl es erst von Pick auch nice. So. Das hier so ein Ding, was bei den, okay, das sieht echt sehr ähnlich aus. Spieler-Mentoring. Files hat hier schon Terrence Ross, Isaac hat schon Michael Carter Williams irgendwie. Wendell Carter Jr. hat schon Robin Lopez. Finden wir noch jemanden für Cole Anthony? Ist wahrscheinlich eher schwer. Franz Wagner braucht eigentlich auch irgendeinen Mentor. Johnson Isaac nehmen. Ja, nicht so richtig viel Auswahl. Oder Mo Wagner. Komm, wir geben ihm einfach mal seinen Bruder. Vielleicht nicht optimal, aber finde ich ganz witzig. Alles echt ein Ding wie bisher. Ich habe noch nicht viel Neues hier gefunden, sag ich ganz ehrlich. Slow, I ain't show it, but I've been through the most. It took a minute just to get in my flow. Love my brother, so I'm letting him know. Wasn't with me, so I'm letting you go. Hat jetzt mal auf den ersten Blick wirklich irgendwie nicht getan. Personal, Head Coach natürlich, Mosley. Wir sollen einfach mal das erste Spiel uns mal anschauen und gucken, was da so geht. Wir schauen einfach mal rein gegen die San Antonio Spurs. Oha, okay, spät, aber wir holen am Ende den Sieg. Wendell Carter Jr. mit 19 Punkten, 8 Rebounds, 3 Assists. Gucken, was unsere Wagner-Kollegen gemacht haben. Franz Wagner reißt 36 Minuten ab, 9 Punkte, 9 Rebounds, 4 Steals, 2 von 13 aus dem Feld, 0 von 6 Dreier. Ah, schon Mo Wagner ist gar nicht eine Rotation. Markel Fultz verletzt sich direkt im ersten Spiel. Holy shit. Okay, hier kommt dadurch in die Mutation rein. Franz ist der Potential Man hier. Also Mo Wagner für Potenzial. Auf dem Weg. Ich bin natürlich eigentlich eher Mo Wagner Fan als Okeke Fan, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen holen wir mal Mo in die Mutation rein. Als Energy Guy. Und ja, ich würde sagen, das war's für die Folge. Und ganz entspannter Start hier zu G22 rein. Morgen in der Folge, 14 Uhr, werden wir vielleicht das erste Mal kurz mal mit dem Team ein bisschen zocken. Und ich meine, klar, wenn man ehrlich ist mit dem Team, ist es eigentlich schon auch nicht undenkbar, dass man ein bisschen über Tank nachdenkt. Aber das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, bis morgen um 14 Uhr. Haut rein und ciao.